Eine Maske aus Afrika in einem ethnologischen Museum. Ist sie ein bemaltes Stück Holz oder ermöglicht sie ihrem Träger, in die Welt der Geister zu schauen? Das Seelenboot mit Holzfiguren von Verstorbenen aus Papua-Neuguinea. Ein Kunstwerk? Oder fährt es tatsächlich in das jenseitige Reich der Ahnen? Der 40.000 Jahre alte Löwenmensch aus einer Höhle in Süddeutschland. Eine hübsche Elfenbeinfigur oder die Darstellung eines Menschen, der sich gerade in ein Tier verwandelt. Die Venus von Lucelle. Das Bild einer Schwangeren oder eine Danksagung an die Gaben einer mütterlich verstandenen Erde. Ein Regenwald in der Südsee. Ein artenreiches Biotop oder der Wohnort wilder Geister, mit denen man sich in Ritualen immer wieder neu arrangieren muss. Die Trommel eines Schamanen. Sein Musikinstrument oder sein Reittier, mit dem seine Seele den Körper verlässt, um auf weite Reisen zu gehen. Thank you.